abends noch zu spät. Und darum sag ich jedem glatt, wenn er genug gegessen hat, nein, Kinder, wie die Zeit vergeht. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Frau Doktor, es hat mich sehr gefreut. Besuchen Sie mich wieder, grüßen Sie wieder und auch die anderen Leute. Doch wenn Sie wiederkommen mit solchem Appetit, dann bringen Sie sich selber zum Essen etwas mit. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Frau Doktor, ach, es hat mich wirklich sehr gefreut. Wenn die Gäste draußen sind, na, das weiß doch jedes Kind, dann tratscht man gerne über sie. Manche Gäste ahnen dies, ist ihnen auch von mir so mies, so bleibt doch bis 3 Uhr früh. Ach, auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, gnädige Frau, Frau Doktor, es hat mich sehr gefreut, es war die höchste Zeit. Besuchen Sie mich wieder und grüßen Sie die kleine Ida und auch die anderen lieben Leute. Ach, bleiben Sie doch gleich zum Frühstück und zum Lunch. Es soll Ihnen bekommen, wie ich es Ihnen wünsche. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Frau Doktor. Ach, es hat mich wirklich sehr gefreut. Wenn die Gäste endlich gehen, dann wird erst der Abend schön, weil alle Plage ein Ende nimmt. Denn ich speise im Verlauf die gesamten Reste auf und zähle das Silber, ob es stimmt. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, gnädige Frau. Also, Frau Doktor, das hat mich wirklich sehr gefreut. Besuchen Sie mich doch recht bald wieder und grüßen Sie die Kinder, besonders die Ida. Und auch die anderen Leute auf Schlag sollen Sie treffen. Und bin ich eingeladen, demnächst mal irgendwo, dann sollen Sie zerspringen, ich mache es ebenso. Auf Wiedersehen, Herr Doktor, auf Wiedersehen, Frau Doktor. Ach, es hat mich wirklich sehr gefreut.